Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 15. Dezember 2021. Und der DAX hat sich nicht nur im Sand eingegraben am Montag, nein, jetzt ist auch noch die ganze Karre abgeraucht, die ist jetzt verzweifelt vor seinem Auto und weiß nicht mehr, was weitergeht. Wir wissen da schon ein bisschen mehr. Aber bevor wir drauf gucken, wir brauchen nämlich heute gar nicht so viel erzählen. Einfach ein kurzer Hinweis. Die Umgebung, mit der ich hier ja immer trade, das ist ja TradingView, das dürftet ihr alle kennen. Also mit der ich meine Charts analysiere, das ist TradingView, und die Moderatoren von TradingView, die haben mich schon vor einer ganzen Weile mal gefragt, ob ich denn an ihrem neuen Format teilnehmen möchte. Die interviewen immer einfach Leute, die Analysen auf TradingView einstellen. Was machen sie, wie handeln sie, wer sind sie? Sie sollen sich vorstellen, und das ist einfach, also das Interview führt quasi TradingView selber, die Moderatoren von denen führen das. Ich weiß jetzt nicht zu 100%, was auf mich dazu kommt und was für Fragen gestellt werden, weil es natürlich auch ein bisschen von euch abhängt. Deswegen möchte ich das hier einfach mal kurz zeigen. Wenn ihr auf TradingView schaut, jetzt am Donnerstag, den 15.12., 20 Uhr wird es losgehen, könnt ihr hier in den Stream gehen auf TradingView, rechts in die Menüleiste auf diesen Stream-Bubble, und da wird dann wahrscheinlich ganz oben ein neues Trading-Interview Feld sein, wahrscheinlich live, wo ihr dann dort zutreten könnt oder beitreten könnt, um einfach dann an dem Interview mit zuzuschauen. Und das Gute ist, ihr könnt halt auch Fragen stellen. Das heißt, ihr hättet indirekt, ich weiß nicht, ob es der Moderator zulässt, aber dafür ist es eigentlich da, ihr hättet dann quasi die Möglichkeit, über den Moderator auch an mich Fragen zu stellen, live, direkt, mal in einem etwas anderen Format, wo es halt vielleicht mal nicht nur über Charts geht, wo man auch mal über andere Sachen reden kann. Ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung das geht. Das hängt ein bisschen von den Fragen ab, die der Moderator stellt. Ich lasse es einfach mal auf mich kommen. Ich fand die Idee eigentlich ganz nett, und ich meine, ich unterstütze TradingView auch ganz gerne dabei. Es ist eine gute Software, mit der ich hier wirklich zufriedenstellend jeden Tag meine Analysen erstellen kann. Und von daher habe ich gesagt, gut, wir machen das. Und jetzt eben am 15.12., 20 Uhr ist es soweit. Ihr könnt gerne mit dabei sein live. Ihr könnt auch hinterher die Aufzeichnung angucken. Aber wenn ihr live dabei seid, könnt ihr eben auch mit die Fragen stellen. Und ja, teilnehmen. Das wollte ich euch gerne gezeigt haben, denn über den DAX müssen wir heute nicht so viel sprechen. Wir haben gestern gesagt, der Montag war schwach. Also was heißt, der war schwach? Er hat stark angefangen, dann sehr schnell stark nachgelassen. Schwäche präsentiert unterm Strich am Ende. Deswegen hatte ich gesagt, ich gehe davon aus, dass es zum Dienstag auch nochmal neue Tiefs macht. Wir hatten gesagt, so eine 5,50 würde grundsätzlich reichen. Besser natürlich so 4,60 bis 4,10. Er muss nicht ganz das Gap zukriegen, weil ja da auch die 200-Tage-Linie ist, ne? Deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen und nicht zu 100% auf diesen Gap-Close bestehen, weil es sich vielleicht auch ein bisschen vorher schon versucht zu halten. Und wenn man den Pfeil jetzt hier so sieht, ich denke, das spricht Bände. Die zweite Abwärtswelle wäre daher vom Hoch jetzt erstmal beendet. Das hätte dem DAX, würde dem DAX durchaus die Möglichkeit geben, jetzt nach oben durchzuziehen. Wir haben jetzt am Mittwoch, glaube ich, Fed, also Notenbank in Amerika. Wir haben am Donnerstag die EZB, und wir haben am Freitag den Verfallstag. Also ich sag mal, wenn es wirklich ganz krass kommt und der Markt hier richtig, richtig, richtig gut drauf ist, dann wird er sich, oder nicht dann wird er sich, sondern dann orientiert er sich in den meisten Fällen immer an der vorherigen Bewegung und repliziert die nochmal. Probiert die zu replizieren. Probiert sich zumindest daran zu orientieren. Da gibt es keine Garantie für, aber das ist etwas, was man sehr oft sieht. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn unser DAX hier richtig eskaliert am Mittwoch, ja, oder zumindest mal teilweise sich sehr, sehr, sehr positiv zeigt, nur dass ihr ein bisschen einordnen könnt, wie das ausarten kann jetzt über die nächsten 3 Tage. Dann ist es eine Verfallswoche, die hat immer gut Schmackes-Intus, da ist immer gut Bewegungsspielraum, und da sollte man einfach auch extremere Varianten einfach mal mit betrachten. Wir haben halt jetzt hier schön nach oben angerissen, sehr dynamisch. Wir haben jetzt hier eine dreiteilige Korrektur nach unten gesehen, also ein klassisches ABC-Pattern letztendlich, was hier vom Tief, vom fast exakt 100% Tief, auch gut nach oben schon andreht. Und deswegen würde ich sagen, wenn unser DAX hier zu optimistisch am Mittwoch reingeht, in den Handel reingeht und sich auch über, ja, ich sag mal, über 6,30, 6,50, 6,70 wieder etabliert, also eigentlich schon über 6,20 müssen schon ein bisschen die Alarmglocken angehen nach oben. Dann sollte man aufpassen, weil der kann sich dann relativ zügig wieder in den Bereich um 7,50 bis 7,80 hochschieben. Und wenn er den dann
der muss ja eigentlich bloß da drin schließen am Mittwoch und dann wird er am Donnerstag von ganz alleine schon hier oben reinspringen. Da sollte man jetzt ein bisschen aufpassen. Ich würde nicht zu schnell, zu euphorisch werden. Ich möchte es auch wirklich erst sehen, dass er richtig anzieht und dass er vor allen Dingen hier oben auch drüber geht, über die 6,20. Dann traue ich ihm durchaus dieses Potenzial zu. Ja, dann traue ich ihm dieses Potenzial zu. Bleibt er uns unter der 600? Bleibt er unter 15.600, dreht sich irgendwie in diesem Bereich wieder runter, geht ans Tief zurück, dann wird es ein bisschen interessanter und dann wird es auch langsam kritischer auf der Unterseite, weil dann liegen wir unter der 200-Tage-Linie. Er hat sie jetzt erstmal gehalten, ja, aber wenn er sich jetzt hier wieder runterdreht zum Mittwoch und absinkt, neue Tiefs generiert, dann geht nicht nur das Gap diesmal zu, dann geht er auch eine Etage tiefer. Bestimmt so 3,50 erstmal, ne? Von dort erstmal wieder eine kleine Stabilisierung, aber grundsätzlich hätte er durchaus das Potenzial, dann hier bis auch so eine 2,70, 2,30 reinzurutschen, ja? Also auch am Mittwoch komplett durchzuziehen. Deswegen würde ich da wirklich aufpassen, wenn er sich unterhalb 15.600 deutlicher nach unten dreht, keine Stärke zeigt, nicht anzeigt, hey, ich will jetzt hier so eine grüne Kerze nach oben schwucken, ich will jetzt so viel Dynamik an den Tag legen. Wenn ihr das nicht seht, also wenn ihr seht, dass er nicht so viel Dynamik an den Tag legt nach oben und er drückt sich nur rot nach unten, würde ich entsprechend hier eben Platz lassen bis in die, ja, 4,10, das Gap noch richtig zumachen, das ist noch teilweise offen, rein in die 3,50, das ist dann die nächst wichtigere und dann eben auch 2,70 und 2,30 wieder mit in den Planungshorizont mit einbeziehen zum Mittwoch, ne, wenn der wirklich schwach bleibt. Und ansonsten, wenn er sich stark zeigt und wirklich über die 600, 620 da oben drüber springt, dann habt es einfach ein bisschen vor Augen, was ich gerade gezeigt habe, mit diesen, haben wir die noch drin hier, mit diesen zwei Kästchen, habt das ein bisschen vor Augen, weil der Markt macht es einfach, der orientiert sich in dem Moment, wo er keine Koordination hat oder keine Orientierung hat, orientiert sich schon mal an der vorherigen Aufwärtswelle und die war sehr, sehr dynamisch, das heißt, es würde dann auch auf sowas in die Richtung hinauslaufen, muss nicht ganz so 1:1 so werden, aber man sieht es doch sehr häufig, dass der Markt sich daran orientiert und deswegen würde ich schon sagen, also wer jetzt hier Shorts aufgebaut hat, ruhig mal überlegen, bis wohin muss man das jetzt noch halten, wo sollte man vielleicht einen Stop-Loss nachziehen, na, damit man eben dann nicht plötzlich hier oben drinne sitzt und vorher 300 Punkte Gewinn hatte und die nicht realisiert hat, na, da einfach ein bisschen aufpassen und wirklich auf die Kerzen achten. Ja, mehr kann ich hier gar nicht mitgeben. Der liegt ja wunderbar drin in dem, was wir gemeint haben. Wir haben jetzt die 200-Tag-Linie abgeholt, haben das Gap so halb zugemacht. Also ist nicht ganz zu, aber es würde grundsätzlich reichen. Also der kann er jetzt schon wieder aufdrehen. Kommt jetzt hier eine fette grüne Tageskerze hinterher von der 200-Tag-Linie weg, dann gibt das sogar bis hier oben hin Platz. Also da würde ich jetzt wirklich ganz genau hingucken, die nächsten drei Tage, wie der sich hier verhält. Das haben wir schon oft mal gesehen, dass auch größere Bewegung sich rausgestellt wurde. Ich würde es nicht zu einseitig auf der Oberseite betrachten, ne? Nicht, dass das heißt, jetzt heißt, ja, der Martin hat gesagt, er steigt jetzt hier bis Allseite hoch. Das sage ich nicht. Ich sage nur, man sollte aufpassen, wenn er jetzt nach oben zu dynamisch anzieht. Ne? Wenn der jetzt hier nur rote Kerzen gerne, dann ist unten ja genauso attraktiv wie oben halt. Ne? Das sage ich ja gar nicht. Ne? Das ist schon interessant, aber der muss dann bitte auch wirklich Schwäche zeigen und unter der 600 bleiben, weil wenn er hier zu viel Dynamik jetzt reinbringt, dann setzen die dran an, die Bullen. Ne? Dann versuchen die nochmal anzugreifen. Und das wird dich ein bisschen, auch zu einem Fetttag, ne? So klassischer Longtag, da muss man schon ein bisschen dann aufpassen halt. Ne? Also ich finde es schon attraktiv noch, auch zum Abdrehen hier nochmal, neues Tief setzen, das Gap noch ganz sauber zumachen, runter in die 350, ich finde das schon attraktiv, aber ich glaube, die Leute kann er wirklich am meisten an die Wand klatschen, wenn er komplett durchrennt. Und das dafür möchte ich euch einfach öffnen, weil da ist das Überraschungspotenzial. Ich glaube, unten rechnet jetzt jeder damit, dass jetzt hier neue Tiefs kommen. Und das Überraschungspotenzial ist immer da, wo die Leute Geld verlieren. Deswegen erwähne ich das einfach ein bisschen häufiger. Nicht, weil das für mich die favorisierte Route ist, sondern einfach, weil ich möchte, dass man sich dieses Szenario vor Augen hält, damit man eben dann nicht 500 Shorts probiert. Man kann da ein, zwei Shorts probieren, da sage ich auch gar nichts, aber häufig sind solche Tage dann, ihr kennt das ja von letzter Woche Dienstag, ne? Habt ihr alle noch gut in Erinnerung, wie es gelaufen ist und in der Regel hauen dann da halt alle die ganze Zeit immer nur Short dagegen und sind dann am Tagesende total unglücklich über das, was sie da gehandelt haben und so kann man sich einfach ein bisschen drauf vorbereiten, schon mal ein bisschen drauf einstellen und dann den Markt einfach kommen lassen. Na, also favorisieren würde ich tatsächlich sogar, dass wir nochmal runtergehen, ne, dass es sich nochmal runterdreht. Aber wie gesagt, habt das ein bisschen auf dem Radar, weil wir sehen sowas häufig. APC orientiert sich an der Vorwelle, die ist sehr impulsiv und jetzt auch noch Fed und EZB. Es würde auch passen, wenn er komplett nach oben durchballert. Ne? Das sollte man einfach im Hinterkopf halten.
Deswegen sei es hier mit erwähnt. Gut, Punkt, Thema. Thema erledigt, würde ich sagen, machen wir hier zu. Denkt dran, ans Interview, könnt ihr gerne mit reingucken. Nutzt die, also ihr könnt es mit nutzen, ihr müsst es nicht. Ja, aber hat man halt auch mal die Möglichkeit, so ein bisschen ins andere. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie das sein soll, aber ich glaube schon, dass die Fragerunde dann relativ offen ist. Also ich habe zumindest jetzt mal so in der Vorbereitung auf das, was mich vielleicht erwartet, mal so ein, zwei andere mir angeguckt. Und das ist eigentlich schon so, dass die Teilnehmer und die Zuschauer dann eben auch ganz offen da Fragen stellen können und dann die Antworten kriegen. Und ich denke, so ein Format ist immer ganz schön, auch mal live so, sich abends zusammenzusetzen. 90 Minuten soll es, glaube ich, gehen. Und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Würde mich freuen. Und sage in diesem Sinne viel Erfolg zum Mittwoch. Gutes Gelingen. Und wir hören uns dann entweder hier, wie heißt das? Zum Interview oder dann fürs Video zum Morgen. Bis dahin, tschüss.